Tagchen, Freunde, herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich habe vor ungefähr 3 Jahren, glaube ich, es war 2019, gab es ja ein riesiges Video zu Zelda Breath of the Wild. Und in dem Video haben wir ja irgend so eine krasse Challenge gemacht. Ich habe das Game für mich ultra schwierig gemacht und ich bin gestorben und sowas. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das ganze Video, also ich habe quasi ein großes Video gemacht und in diesem gesamten Video habe ich damals Zelda Breath of the Wild durchgezockt. Und heute zocken wir Zelda Skyward Sword, aber nicht das ganze Game, weil das würde ich nicht, das würde ich gar nicht schaffen. Das Game braucht nämlich, glaube ich, so stundentechnisch. Würde das länger brauchen, weil das Game linear und nicht Open World ist. Aber wir machen das Game so ein kleines bisschen schwieriger. Das geht in dem Game nicht so krass wie halt in Breath of the Wild damals. Aber was wir machen ist zum Beispiel, dass wir Items nicht verbessern dürfen. Und die zweite Challenge ist, wir dürfen keine Herzcontainer aufsammeln. Keine Herzteile, keine Herzcontainer, nichts. Also wir dürfen quasi 3 Herzteile aufsammeln, weil die ja nur einmal regenerieren, aber wir dürfen niemals einen Herzcontainer zusammenkriegen. Das ist die Challenge. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen rein. Hallo Joy-Con, Digga! Was ist hier los? Was? Du Schlafmütze, wir gehen rein ins Game. Ich muss ein bisschen komisch gerade sitzen. Also ich sag mal so, mein linker Joy-Con zeigt geradeaus auf dem Monitor und mein rechter Joy-Con zeigt so ein bisschen Richtung Switch. Also ich sitze ein bisschen komisch hier, aber wir kriegen das schon hin. Leute, das ist das Voldemort, das ist, es ist einfach Zelda Skyward Sword, ja? Und ich sag euch ehrlich, Zelda Skyward Sword, das war das erste Zelda, was ich gezockt habe. Ich bin schon happy, dieses Game jetzt endlich mal ordentlich zu zocken. Muss ich das mit dem... So! Komm her, Kätzchen, einmal hier hoch. Jawohl. Es ist auf jeden Fall schön, das Game halt auch Full HD mit 60 FPS zu haben. Ich sag ehrlich, es ist schon... Macht mich glücklich. Hier hast du deine Katze wieder. Wir gehen mal hoch zu Zelda, ne? Oh, danke schön. Das ist viel Geld für einen armen Ritter wie Link. Leitet von der Göttin wird Himmel und Erde erbinden. Und das Licht bringen. Dankeschön, Dankeschön. Guten Morgen! Hallo Zelda, wie geht's, wie steht's? Ja, dein Kollege hat mich geweckt. Fand ich frech, ich sag ehrlich. Komm, seid ehrlich, das ist schon eine der schönsten Zeldas, die es gibt. Wehe, jemand sagt was anderes. Jetzt ist er hier verlegen. Jetzt ist sie hier. Guckt euch das an, das ist eine Liebesgeschichte. Und gleich kommt so ein Typ... Gerade oben in der Wohnung über mir ist gerade irgendwas umgekippt. Also was richtig laut. Also ich wollte sagen, das ist eine Liebesstory. Die beiden sollten mal ein bisschen Zeit mit sich verbringen. Wie? Was sagst du? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Drück dich nicht. So, auf jeden Fall, ich bin mal sehr gespannt über die Challenge, wie schwierig das werden wird. Ich meine, ne, keine Herzcontainer. Am Anfang wird das noch relativ egal sein, aber ich denke mal so hinten raus... könnte das Game schon ein bisschen schwieriger werden, dann sage ich mal. Wir müssen uns halt dann einfach auch hinten raus dafür verbessern. Das heißt, keine Ahnung, wir gehen dann später so ein dickes Hylia-Schild holen. Was man auch noch überlegen könnte, wir dürfen keine Herzen einsammeln. Während Bosskämpfen keine Herzen. Das führen wir auch noch als Regel ein. Hallo Bardo. So eine Frisur könnte ich mir auch machen. Die Haare würden dafür passen, aber ich weiß nicht, wie viel Tonnen Gel ich mir in die Haare schallern müsste, damit die hier vorne so hoch stehen und halt auch wirklich in dieser Biege so stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Lass uns doch mal über Wolkenvögel reden. Bro, was ist eigentlich deine Frisur? Sag mal. Lass meine Haare aus dem Spiel! Nimm die Finger noch 5 cm näher an mich ran. Noch eine falsche Bewegung. Und wenn ich gleich ein Schwert hab, ne? Bardo. Dann gibt's ein Schwert in die Fresse. So, also, wer zieht hier wen in den Dreck? Hä? Sag doch mal. Bardo. Sag doch mal. So, jetzt gibt's nämlich den Finger zurück. Da nämlich. Das müssen wir jetzt an den Schnitt, ne? Das müssen wir gleich zensieren. Das müssen wir hier raus alles verpixeln. Außer mich bitte. Okay, Glück gehabt. Müssen wir doch nicht zensieren. So,
Wir gehen unseren Wolkenvogel suchen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Also, ich muss da jetzt erstmal das ganze Wolkenhort absuchen. Ich habe keinen Plan, bin ich ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier anfange zu suchen. Also, das muss Zufall sein, dass ich hier gerade anfange. Genau. Oh, da ist ja mein Wolkenvogel. Aber wir kommen da nicht rein, das ist ärgerlich. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt werde ich hier angerufen. Machen wir weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Wir gehen uns unser Schwert holen. Ja. Und dann, keine Ahnung, gehen wir mal zu Bardo und halbieren den einfach mal. Ist so eine Strategy, die man da mal machen sollte. Finde ich. So, danke für das Schwert, ne? Ich hau hier einmal gegen. Und dann hau ich rein. Wie, was soll das werden? Ich will das haben. Jetzt lass mich rausgehen. Oh, ihr könnt mir jetzt immer zugucken, wenn ich schlage. Ey, also, das reicht mir. Da ist er ja. Hallo, Wolkenvogel. Oh, ein Moment der Liebe. So, wir müssen fliegen, aber ich hole mir jetzt hier erstmal einen Keks rein, ne? Seid ihr auch Leute, die Keks so in Kaffee? Gibt nichts Geileres, ehrlich. Ich will Zelda angreifen. Ich will sie richtig angreifen jetzt. Ha, ich bin gegen dich geflogen. Komm her, Zelda. Hallo, hör auf, vor mir wegzufliegen. Ja, 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 ja. Ey, mach keinen Rückzieher hier. Hui. Kann ich dich angreifen, Zelda? No. Ich hab den größten Spaß. Nein, Zelda. Bam. Na, fuck, da ist die Cutscene zwischengekommen. Schade, aber wir haben ein paar Mal Zelda berührt. Das hat Link bestimmt sehr glücklich gemacht. Piss dich, Bardo. Wir haben keine Lust auf dich. Wir haben einfach keine Lust auf dich. Geh. Ich skippe auch deinen Text, Bardo. Ich habe den Text so schnell geskippt, dass das Bardo-Theme gar nicht aufhört. Ah, geil. Okay, aber jetzt hat's gewechselt. Ich dachte schon, das bleibt jetzt. Das wäre so witzig gewesen. Einfach die Vogelreiter-Zeremonie mit Bardo-Theme. Können wir das nochmal machen gerade? Man muss halt Verlierern auch mal eine Chance geben, bevor wir halt jetzt mit reinsteigen. Die haben jetzt irgendwie 10, 15 Sekunden Vorsprung und jetzt wird's halt einfach easy. Es wird halt nicht easy, weil ich hier richtig am Reinstruggeln bin. Haha! Ich hab A gespammt, ne? Ey! Bardo, du Arschloch! Alter, ich bin voll in den Rhein geballert! So, easy. Viel zu einfach. Zelda wird sich freuen, ja. Oh, Jemine! Hallo, hallo, yes, yes. Hello, my friends. How are you today? Are you good? How are you, guys? Can you understand me? Thank you very much. Oh, sie formt so ein Herz mit ihren Händen. Lass uns doch zusammen kleinen Ausflug machen. Nur du und ich. Das wird sie nicht vergessen. Ja, was für ein schöner Tag. Weißt du was, Nico? Und ich drücke jetzt nicht weiter, weil ich weiß, was jetzt passiert. Wir bleiben in dieser Szene. Leute, das war's mit dem Video, ne? Ich mach das jetzt zur Endcard. Das ist natürlich nicht schön. Die arme Zelda wird einfach jetzt hier aus der Zweisamkeit rausgerissen. Das ist das Schlimmste daran. Sie wollte hier gerade sagen, Link, du und ich, wir. Und jetzt schreit sie nur noch meinen Namen. Hallo, Fei. Hä? Ich will nicht dich. Ich will Zelda. Will meine Zelda wieder haben. Aber es ist wohl notwendig, dass wir uns mit Fei beschäftigen dafür. Ich kann mir weitaus Schöneres vorstellen, aber ja, man muss halt auch mal Opfer bringen, ne? Mann, warum klappt das nicht? Ein Schwert! Aber wir haben doch schon eins, wir brauchen doch kein neues. Ich weiß nicht, ob ich von dir auserwählt sein will. Es ist
tut mir ja leid, dass ich das jetzt hier so machen muss. Ich verreck mich nur, um hier so ein Schwert rauszuziehen, ja? Ja, ich glaube, das sah jetzt sehr komisch aus in der Facecam. Ist aber auch egal. So, jetzt können wir endlich loslegen im Abenteuer. Endlich. Ich finde, wir haben lange genug gewartet. Er hat auch richtig Bock. Beide haben so richtig Bock. Ne? Link zieht die Sachen an. Oppi hier hat auch Bock. Ne? Er will, dass es losgeht. Deswegen geht's jetzt auch los. Endlich. Ich bin seit 45 Minuten in der Aufnahme. Hört doch alle auf, mit mir zu reden. Ich will jetzt endlich mal Progress machen hier. Gib mir das mit. Ja, na gut. Dankeschön. Du durftest mit mir reden. Das war okay. Ja, ja, ich glaube auch an mich. Wo muss ich raus? Tu! So. Da habe ich den Schmetterling wohl erschlagen. Unser Vogel. Oh Mann. Wenn Fai jetzt gleich meint, mir zu sagen, wo ich hinfliegen muss, breche ich die Aufnahme ab. Hört man das gerade im Hintergrund? Also ich hoffe, man hört das gerade nicht in der Aufnahme, ne? Aber mein Nachbar von oben meint gerade, ein bisschen Bassmucke laufen zu lassen. Scheiße, ich bin richtig schlecht. Nein, Spaß, ich bin Profispieler. Oh je, was passiert hier wohl? Der arme kleine Link, er wird jetzt... Mein Kind! Kind des Himmels, das aus den Wolken kam! Ich weiß, was ich tun muss. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Was war das für ein Prank? What the fuck? Oh, dass hier dauerhaft diese Animation kommt, das macht mich so fertig. Ich will doch einfach nur zocken. Schlag doch. Hey, Link, ey, du bist so ein... Dulli. So, wir sind im Wald von Firone und jetzt wird's einfach ehrenlos. Und wir werden jetzt hier diese Mimikyus, nicht Mimikyus, was laber ich, die Hughes, ich weiß gerade ihren Namen nicht. Wir werden die retten. So. Oh, er hat was gedroppt. Wo? Wo? Da. Oh, direkt einen goldenen. Na du? Ich komme, um dich zu retten. Und deine ganzen Freunde werde ich auch retten. Lauf doch nicht weg. Oh, die Pflanze im Hintergrund, die ist so ready. Ich probiere jetzt was aus. Ich hole jetzt, bevor ich die besiege, ihn runter. Er will nicht. Ease. Komm doch runter. Ich bin doch schon zweimal gegengerollt. Warum kommst du da nicht runter, Mensch? Haben alle gefunden. Dann gehen wir jetzt da hinten zum Tempel, würde ich sagen. Wie er es hier uns gerade empfiehlt. Aber, Schnuckelchen, du musst mir bitte, Rollboss, gib mir bitte dein Dings, deine Schleuder. Nun, ich würde ja eigentlich, würde ich ja sagen, im Game, wir zocken das ohne Items, aber das Game ist halt ohne Items unmöglich. Weil wir jetzt nicht mehr weiterkämen. Also, war eine schöne Challenge, Leute. Konnte ich denn so oft verfehlen? Das war ja schon fast peinlich. Geh, Link, komm. Also wir müssen jetzt nicht extra... Wer bist du denn? Wer war das? Leute, gebt jetzt eure Tipps ab, wer das war. Zack nämlich! Junge, wer hat dich verarscht? So! Ich bin daneben gesprungen. What the fuck? Warte, ich versuche das Ding von hier aus zu treffen. Haha! Und ich stehe direkt neben ihm. Wir haben Meta Plus gemacht, ein paar. Oha, ich habe Dialog von ihm geskippt damit. Wie praktisch. Ja, dann würde ich sagen, geht's ab in den ersten Tempel, ne? Tempel des Himmelsblicks. Dann würde ich sagen, verwirren wir da jetzt die Augen. Oder das Auge ist da nur eins, ne?
Er ist so verwirrt wie ich. So, ab ins Wasser mit dir. Ich habe richtig abgeschissen. Also das war richtig schlecht gespielt von mir. Was ist hier los, ey? Also wenigstens, ne? Ist ja wenigstens eine Sache, die besser ist im Vergleich zum Wii-Teil. Ich drücke einfach nur Y und das Ding ist wieder zentriert. Ne, bei der Wii wäre das so ein Riesenprozess immer gewesen. Karte auf, irgendwie hier und da dann was drücken. Aber ich zentriere quasi alle zwei, drei Minuten zentriere ich schon neu. Hallo? Stich doch rein! Stich doch... Ich mag die Spinnen in diesem Game gar nicht. Wollte ich einfach nur mal sagen. Stich doch! Link, ey. Mann, Mann, Mann. Es ist schon belastend, wie schlecht ich einfach im Springen bin. Ich springe ja an allem vorbei, ne? He, ha, ha, he. Da! Ich weiß nicht, was da gerade mit mir los war. Sorry. Wo ist das immer nicht von links nach... So, dann gibt's halt aufs Maul. Wo sind wir jetzt? Hier oben, ne? Ah, hier ist, glaube ich, der Schlüssel. Hier ist die Karte. Aber für die, ja, für den anderen Schlüssel müssen wir jetzt hier auf der Seite quasi einfach nur hochklettern. Ich habe keine Deko-Kerne mehr. Das ist gerade etwas belastend, sage ich mal. Aber der Himmelsstrahl hilft uns schon ungemein weiter, was hier gerade, ne, das ganze Zeug angeht. Hier. Stich doch, Junge! Runde, ja! Hey Link, Junge, wie kann man denn so dumm sein wie du? Jetzt haben wir den Schlüssel, das heißt, jetzt geht's auch weiter. Und zwar hier hinten. Na, wir gehen jetzt hier zum Halbzeitboss direkt durch. Ah, ne, können wir noch gar nicht. Was muss ich denn dafür machen? Ah, ich müsste dafür erstmal an ein paar Deko-Kerne kommen. So, Kollege, komm, steh auf. Oh Gott, einmal weg. Okay. Ist übrigens ein Bosskampf, ne? Also hier hätten wir uns jetzt nicht heilen dürfen. Wir hätten uns davor heilen müssen. Habe ich nicht gemacht. Aber wenn, dann hätte... Also wir hätten halt keine Herzen nehmen dürfen, ne? Wir hätten natürlich, wie ich ja gesagt habe, Tränke hätten wir nehmen dürfen, aber sonst nichts. So. Das ist jetzt unser neuer Kollege hier, der Käfer. Mit dem werden wir einiges erleben. Easy. Viel zu einfach hier, die Scheiße. So, jetzt mach doch mal den Laden auf, ey. Es kann nicht sein, dass ich das nicht aufkrieg. Langsam keine Ahnung mehr, wo ich noch reinfliegen soll. Hä? Ich kann noch da reinfliegen? Na, ich muss sogar da rein. Okay, ich dachte, ich muss in den anderen Raum irgendwie. Okay, nee, da muss ich erst da lang und da kriege ich dann den Schlüssel, den ich halt brauche, um auf der anderen Seite weiterzukommen. Digga, sie erwartet mich richtig halt. Die will mich aber. Aber weißt du, ich bin einfach besser als du. Und jetzt hat mein linker Joy-Kombi. Hier, ich drück durch, ne? Ihr seht's, ich drücke nach vorne bis auf Anschlag. Es passiert nichts. Hier. Sorry, ich musste nach rechts drücken und nicht nach vorne. Das ist eine Verarsche alles. Man wird nur verarscht hier. Okay, dann können wir jetzt gleich fast endlich irgendwann mal zum Boss, ne? Jetzt kommt, glaube ich, nochmal so ein kleiner Zwischenboss gleich, oder? Ich meine, ja. Ja, ja. Moin. Okay, er zählt nicht als Boss, sonst hätte er eine Bossmusik. Aber er ist auch einfach One-Shot an der Stelle. Easy. Okay, wir sind jetzt langsam... Langsam kommen wir hier gegen Ende in dem Dungeon. Er lebt ja noch. Ja, da oben ist... Also da vorne ist schon der Boss-Key. Aber hier ist erstmal ein Shortcut zu dem Hauptraum. Er hat mich noch nicht gesehen. Ich will, dass du mich siehst. So, jetzt gehen wir zurück. Was für... Von hinten! Wer ist er? Ah, ich kann hier sowas machen. Oha. Ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann. So, er ist weg. Okay, das war sehr knapp. Ich wusste gar nicht, dass man so schütteln kann. Aber über die Joy-Cons können wir echt nochmal reden. Also das kann ja nicht sein, dass es mir hier ständig passiert, dass, Link einfach ohne, dass ich Input gebe, nach links klettert.
Das geht nicht, finde ich. Also das finde ich halt auch wirklich nicht cool. Also, dann machen wir die noch runter. So. Ey! Was ist das denn? Soll ich noch mehr Anschwung nehmen oder was? Weil ich dachte gerade, ich springe schon wieder daneben, ne? Ich wollte schon heulen. Komm, ah ja, ich wäre jetzt auch ausgerastet, wenn das nicht gereicht hätte. Er dreht sich nach links. Seht ihr das, wie er sich gerade nach links gedreht hat? Einfach so. Digga, das ist so eine Verarsche, wirklich. Immerhin haben wir jetzt den Boss-Key und können jetzt zum Boss gehen. Dann würde ich sagen, ab zum Boss, oder? Girahim, lass uns kämpfen. Ha, cringe. Oh, okay, er macht ernst. Ah, was heißt ernst, ne? Zweite Phase halt. Gekontert. Ah, okay, da hat er getroffen. Ja, easy. Gut. Oh, ich habe ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen gehofft, dass ich das tue. Komm, hau ab, Girahim. Ciao, ciao. War schön mit dir. Und jetzt passiert was sehr Trauriges. Da oben kommt ein Herzcontainer runter. Und wir dürfen ihn nicht benutzen. Wir müssen darum einen Kreis darum machen. Wie traurig ist das? Wie traurig muss das sein? Wie muss ich das... Ich fühle es ja. Ja, es fühlt sich einfach traurig an. Ja, Zelda ist irgendwie durchgezogen. Die hat keine Lust mehr auf uns. So, und wir schalten das nächste Gebiet frei. Und zwar... den Vulkan Eldin. Oh, habe ich euch jetzt gespoilert? Ah, ihr hättet es eh ungefähr in 30 Sekunden Video gesehen. Egal. Es sieht echt es ist nicht peinlich, es ist einfach witzig, wie ich hier sitze. Versuche, mit der Bewegungssteuerung zu steuern. Ich glaube, das muss für euch einfach der größte, das muss einfach der größte Spaß des Videos sein, wie ich hier mache das ganze Video lang, damit Link ein bisschen rumschlägt. So, also, wir setzen die Tafel ein und siehe da, da tut sich ja ein neuer Himmelsstrahl auf. Der rot ist. Das muss ein Vulkan sein. Till, bist du glücklich, weil ich mal wieder ein Hemd in der Aufnahme anhab, oder? Ey, gib Nico ein Like dafür, dass er ein Hemd trägt. Und lasst einen Zap da. Ich würde sagen, wir haben jetzt in diesem Video haben wir quasi Einleitung und den ersten Dungeon gemacht. Im nächsten Video machen wir dann auf jeden Fall den zweiten und dritten Dungeon. Und vielleicht geht's dann auch schon Richtung vierter Dungeon. Das sehe ich dann, ne? Freunde, macht euch einen schönen Tag und sowas, ne? Auf Wiedersehen, adios, amigos und ciao! Das kam rausgeschossen. Tschö.